Weißt du, dass die im Kindergarten schon daran zweifeln, ob du überhaupt die Mutter bist? Ich hole sie jeden Nachmittag vom Kindergarten ab. Ich habe nicht gewusst, dass es dir zu viel ist. Ja, natürlich hast du es nicht gewusst. Du weißt überhaupt nichts über mich. Du weißt überhaupt nichts über mich. Gar nichts. Nichts. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin deine Tochter und nicht dein Aushilfspersonal oder so. Ja, schönen guten Tag. Ich rufe an wegen Ihres Jobangebots als Callcenter-Agent. Ja, habe ich schon. Also wissen Sie, ich habe als Kind vor ein paar Jahren auf einem Weingut in Russland gelebt. Vater ist damals sehr schwer erkrankt an Schwarzwasserfieber. Flamenco und Russisch, das ist eine so außergewöhnliche Kombination. Ich meine, das hat man nicht jeden Tag. Ich wurde dann bei dem Bahnpersonal der Transsibirischen Eisenbahn eingestellt. Irgendetwas war mit dem Zug nicht in Ordnung. Wir haben geheiratet und 4 Kinder zusammenbekommen. Die leben jetzt mit ihm zusammen in Sibirien nach unserer Trennung. Unter der Nummer 52178932. Auf Wiederhören.